Mittlerweile hat der Weihnachtsexpress wieder Fahrt aufgenommen. Nach kurzfristiger Absage der Schlossweihnacht hat man seitens des Veranstalters Kraus Event den Entschluss gefasst, nach der großen Resonanz im letzten Jahr die fahrende Bühne wieder an den Start zu bringen. Künstler, die eigentlich auf der Bühne der Schlossweihnacht gestanden hätten, verschaffen jetzt Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, weihnachtliche Glücksmomente. Ganz kurz Hallo sagen. Am letzten Freitag machte der Weihnachtsexpress Station auf dem Gelände der St. Mauritius-Werkstätten in Zwickau. Bei bestem Wetter konnte Sänger Kai Danowski dann mit einem großen Rucksack voller Weihnachtslieder auf der Bühne vor der Werkstatt für behinderte Menschen auftreten und vorweihnachtliche Stimmung verbreiten. Bereits bei den ersten Klängen hatte er das Publikum für sich gewonnen. Man wippte im Takt mit und so mancher der Anwesenden war auch richtig textsicher. Auf jeden Fall war es in diesen so anderen Zeiten eine gelungene Aktion, die bei den Menschen ankam. Wie hat dir das heute gefallen mit dem Weihnachtsexpress? Gut. Der Musiker war auch gut. Die Weihnachtsbäckerei zum Schluss. Und mir hat auch ein bisschen gefallen. Es war so ein bisschen Atmosphäre dabei. Ein bisschen Ruhe, ein bisschen sanfte Musik. Und ein bisschen wie bei Helene Fischer und so. Die kennen Sie vielleicht auch. Die ist auch gut und auch sehr länger. Und ich danke euch. Und ihr sollt bitte wiederkommen, weil das so gut war. Und beim nächsten Mal bitte mit Sabine Rammler. Natürlich funktionieren Dinge wie der Weihnachtsexpress nur dank der Hilfe von Unterstützern und Sponsoren oder, wie in diesem Fall, mit sogenannten Kulturpaten. Am letzten Freitag waren das die Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau und das deutschlandweit agierende Unternehmen Tiptop, welches nur unweit der Mauritius-Werkstätten zu Hause ist. Beiden Unternehmen ist die Unterstützung des Weihnachtsexpresses eine Herzensangelegenheit. Ja, wir sind zum zweiten Mal dabei, weil wir es auch eine schöne Idee finden, diesen Weihnachtsexpress mit diesen unterschiedlichen Stationen. Da, sage ich mal so, spielen wir gerne noch ein bisschen Batenbrigade und haben also auch die Batenschaft für so Standorte mit übernommen. Ich denke, es ist eine schöne Sache, weil dieser Express, man sieht das ja auch, wenn man das dann so sieht, die Musik, das bringt ein bisschen festliche Stimmung, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme in die Herzen. Und man kann nur sagen, schön, dass es das gibt, auch in diesem Jahr. Ja, wir als Unternehmen sind natürlich immer bemüht, auch den Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, etwas Gutes zu tun. Und so wie wir heute gesehen haben, das Lachen in den Augen, das vereinzelte Tanzen, der Einzelne hat uns recht gegeben. Und ich glaube, das war eine feine Sache. Und nächstes Jahr sehen wir uns so anders wieder. Ihr ganz großer Wunsch in diesen so anderen Zeiten? Dass wir es Gesellschaft wieder zueinander finden, dass wir Menschen oder die Menschen insgesamt wieder zueinander finden und dass jeder auch seinen Frieden findet und sich auch oder seinen Platz auch wieder findet, weil das ist momentan nicht gegeben und ich hoffe, dass wir das demnächst wieder alle wieder auch mit etwas Glanz in den Augen in die Zukunft schauen können. Komm und lass uns heute bis nach Zwickau fliegen. I can't see the Queen an der Westküste, dann die A72 runter, wo schon der Weihnachtsmann wartet. Guten Tag, einmal bis nach Feuerland, bitte. Das Schiff ist leicht im Atem. Oh, oh, oh. Kling, klang, und ich die Straße entlang. Eigentlich war am letzten Freitag eine halbe Stunde für den Auftritt von Kai Danowski eingeplant, aber immer wieder gab es den Wunsch nach Zugaben, den der sympathische Künstler gerne erfüllte. Okay, ein Weihnachtssong, Wunsch. Ist tatsächlich der Song, der jetzt kommt, den habe ich noch nie gesungen, aber er gehört irgendwie mit dazu. Und sobald ihr ihn hört, werdet ihr ihn erkennen.
und wissen, was ich damit gemeint habe. One, two, three. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Als dann die letzten Töne verklungen waren, kamen wir mit Kai ins Gespräch. Kai Danowski, wir haben dir es angemerkt, das hat dir heute richtig Spaß gemacht und es waren richtig emotionale Momente. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön gewesen, heute wieder hier zu spielen. Letztes Jahr hatten wir tatsächlich gedacht, es wäre eine einmalige Sache mit dem Weihnachtsexpress und dass es aber dieses Jahr trotzdem nochmal stattfinden kann, geschuldet der Umstände, ist aber eine sehr, sehr schöne Aktion. Ich bin heute das erste Mal mit dabei gewesen in diesem Jahr und ja, es ist super, diese Energie vor der Bühne wieder mitzukriegen und einfach zusammen ein paar Weihnachtslieder zu singen jetzt in der Zeit, das macht einfach Freude, das ist cool. Eine tolle Geschichte, was Krauseventh wieder auf die Bühne gestellt hat, dank Partnern und Unterstützern. Ihr hättet ja eigentlich auf der Schlossweihnachtsbühne gestanden, finden solche Dinge statt. Und ich glaube, gerade die Leidtragenden der Pandemie sind Kinder, sind aber auch behinderte Menschen, bei denen wir heute hier zu Gast sind. Und für die ist es ganz wichtig, mal so ein paar Glücksmomente zu vermitteln. Ich erinnere mich an letztes Jahr, da hatten wir wirklich auch sehr viele Termine gespielt. Wie gesagt, dieses Jahr geht es für mich jetzt gerade erst los. Es ist Wahnsinn, was man alleine an optischem Feedback zurückbekommt. Also da merkt man wirklich, dass wenn man sich die Zeit nimmt, miteinander Musik macht, und einfach mal versucht, diesem ganzen Wust, der gerade herrscht, so für eine halbe Stunde zu entfliehen, dann ist das ein großes Geschenk, was den Leuten wirklich auch was Gutes bringt. Und das ist das Beste, was mit diesem Projekt überhaupt getan wird. Deswegen bin ich da sehr, sehr glücklich, mit dabei zu sein. Euch als Musikern ist es ja auch nicht leicht ergangen oder geht es auch noch nicht so gut in dieser Zeit. Wir fragen jetzt immer alle, was ist dein ganz großer Wunsch in diesen zu anderen Zeiten? Mein großer Wunsch ist, dass die Leute einander zuhören, dass es keine Feindseligkeiten gibt in Familien, in größeren Gruppen allgemein, dass die Leute einfach sich gerade in dieser Zeit wieder darauf besinnen, dass wir alle im selben Boot sitzen und dass wir da gemeinsam durch müssen. Und ja, es ist das Fest der Liebe, das klingt vielleicht ein bisschen theatralisch, aber es ist im Endeffekt das, dass wir einfach zusammen da durchgehen und dass wir einander nicht ausgrenzen, das finde ich ganz wichtig. Das ist mein großer Wunsch zumindest. Und wir wünschen uns, dass wir uns bei der Abschlussveranstaltung bei Schloss Osterstein nochmal gemeinsam sehen und du auf der Bühne bist. Ja, ich freue mich sehr. Es ist immer so ein kleines, so ein reminiscenter Moment, wenn wir in der Schlossweihnacht sind, weil wir vermissen es inzwischen sehr. Aber wenn wir dieses Jahr nochmal da sind, das wird ein super Ding. Und alle, die jetzt vielleicht zuschauen, können dann sehr gerne vorbeikommen. Wir freuen uns drauf. Das wird cool. Dann wird die fahrende Weihnachtsbühne noch einige Stationen absolvieren, bis dann am 21. Dezember das Abschlusskonzert im Innenhof von Schloss Osterstein stattfindet.